Wir wollen das Thema weiter besprechen mit Rainer Wendt, dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Wendt, wir grüßen Sie. Guten Morgen, Herr Wendt. Guten Morgen, hallo. Wie können all Ihre Kolleginnen und Kollegen, die heute Morgen, auch in der Nacht und gestern am Nachmittag ihren Dienst angetreten haben, das Geschehene verarbeiten? Was könnte da helfen? Und Sie können sich vorstellen, dass das nicht nur für die Ermittlungskräfte, sondern auch für die vielen Kolleginnen und Kollegen, denen die Getöteten ja bekannt waren, mit denen sie zusammengearbeitet haben, mit denen sie möglicherweise auch privat befreundet waren, dass das für die alle eine sehr emotional belastende Situation ist. Aber diese Emotionen werden beiseite geschoben, dann, wenn es um Ermittlungserfolge geht. Genau das ist jetzt gefragt, nämlich professionelle, ruhige, sachliche Arbeit. Sie haben es dargestellt, die Ermittlungen sind noch nicht zu Ende, müssen weitergeführt werden. Die Polizei darf sich nicht festlegen auf einen Täter oder auf ein Szenario, sondern muss alle Möglichkeiten erwägen. Herr Wendt, aber diese Kaltblütigkeit der Tat, zwei junge Polizisten, 29 und 24 Jahre alt, die kaltblütig ermordet worden sind, was zeigt das auch im Umgang der Gesellschaft heutzutage mit der Polizei, mit den Sicherheitsbehörden? Und zunächst einmal, die Polizei in Deutschland, das sind zigtausende Frauen und Männer, die rund um die Uhr im Einsatz sind, um ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Sie kennen das Risiko. Trotzdem stellen sie sich dieser Aufgabe oftmals auch unter Inkaufnahme einer hohen Eigengefährdung, die im Übrigen bei solchen Kontrollen immer da ist, weil wir gar nicht wissen, wer in diesem Auto sitzt. Ich wünschte mir, dass daran auch mal gedacht wird, wenn über die Polizei in der Öffentlichkeit gesprochen wird, übrigens auch aus unseren politischen Parteien, wird manchmal ein ganz anderes Bild geliefert. Da ist, was Respekt und Achtung angeht, noch viel Luft nach oben. Aber Herr Wendt, haben Sie denn das Gefühl, und wenn man, ich habe Polizeibeamte im Bekannten, im Freundeskreis, wenn man mit denen spricht, hat man schon das Gefühl, die Tonlage, die Stimmung und auch wirklich der Übergriff, der Angriff auf Polizeibeamte, das hat einfach noch mal zugelegt in den letzten Jahren. Ja, das muss man leider feststellen und das ist nicht nur gefühlt so. Die Polizei hat ja damit begonnen, schon vor einigen Jahren mit einem sehr differenzierten Lagebild die Entwicklung der Gewalt gegen die Polizei darzustellen. Das wird jährlich immer wieder veröffentlicht und weist jährlich Steigerungsraten 10, 15, 20% auf. Das heißt, sowohl im täglichen Dienst als auch bei Großeinsätzen nimmt die Gewalt gegen die Einsatzkräfte zu. Dieses ist leider hier kein Einzelfall, ein tragischer Höhepunkt, aber leider kein Einzelfall. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder auch Tötungsdelikte und versuchte Tötungen gegen Einsatzkräfte der Polizei gegeben. Die Gesellschaft ist insgesamt verroht. Die Polizei erfährt die ganze Wut und den Hass, der teilweise woanders produziert wird. Aber die Polizei bekommt es halt vor Ort ab. Und deshalb muss die gesellschaftliche Debatte auch geführt werden über den Staat und über die Rolle des Staates. Das heißt, was hat der Staat für eine ordnende Funktion und welchen Respekt brauchen diejenigen, die diese ordnende Funktion durchzusetzen haben. Das sind ja nicht nur die Polizistinnen und Polizisten, das sind die Lehrerinnen und Lehrer, das sind die Gerichte, die Staatsanwaltschaften. Und in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes wird ja genauso Gewalt angewendet durch Bürgerinnen und Bürger. Und genau diese Debatte muss jetzt geführt werden. Wir sehen es ja zum Beispiel auch bei den Corona-Demonstrationen. Wir sind jetzt im Jahr 3 der Pandemie. Die Polizei, ja, das ist die Exekutive. Die muss also das umsetzen, was der Staat beschlossen hat. Das heißt, die Maßnahmen, und gestern auch sind wieder Zehntausende auf die Straßen gegangen. Ist die Polizei so ein bisschen der Sündenbock für das, was die Menschen glauben, ihnen aufoktroyiert wird durch den Staat? Die Polizei sieht sich nicht in einer Opferrolle. Sie hat einen gesetzlichen Auftrag, den es zu erfüllen gilt. Aber ja, sie ist natürlich auch Prellbock gesellschaftlicher Konflikte. Das muss sie aushalten, das hat sie immer ausgehalten. Umso mehr wünschen wir uns, dass Politik und andere gesellschaftliche Gruppierungen auch der Polizei den notwendigen Respekt zollen für ihre Arbeit. Es ist nicht so, dass Polizei ungern ihre Aufgabe wahrnimmt, aber sie hat Anspruch darauf, Achtung und Respekt durch diejenigen zu erfahren, die ihr diesen Auftrag geben. Herr Wendt, danke schön für das Gespräch. Ihnen einen guten Tag.